Hallo, hier ist wieder eure Hanni. Herzlich willkommen zum täglichen Adventskalender öffnen. Heute schon die 17 dran. Ja, das Video wird heute wieder ein bisschen später erscheinen, weil ich musste heute zum Zahnarzt, hatte einen Termin gehabt und da dachte ich so, nee, dafür wirst du jetzt nicht extra eher aufstehen, dann drehst du halt das Video nach dem Zahnarzttermin. Na, ihr seid da ganz entspannt, glaube ich. Gut, da wollte ich jetzt nicht. Das ist auch jetzt mein letzter Urlaubstag. Mein Resturlaub ist aufgebraucht für dieses Jahr. Ja, morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Da wird das sowieso wieder später kommen. Das Video, das wird dann erst gegen Abend oben sein. Ja, ne? Mein Gott. So, und dann, wo ich vom Zahnarzt gekommen bin, dachte ich mir so, dann gehst du doch jetzt mal bei Ernstings Family rein. Das liegt ja eh auf dem Weg, weil jetzt fangen sie ja überall so langsam an. So ein paar Goodies, so kleine Sachen jetzt schon so ein bisschen billiger zu machen vor Weihnachten. Habe ich so ein paar Anhängerchen noch für die Geschenke und so gekauft, paar lustige. Natürlich das, was ich mir schon mal ausgeguckt habe, wo ich dachte, oh, das ist schick, aber wartest du noch, bis sie es billiger machen? Weil manches ganz schön teuer hatten sie natürlich jetzt nicht mehr gehabt, war schon alles vergrabbelt. Aber ein bisschen habe ich noch was gefunden. Und jetzt habe ich einen klitzekleinen Haul für euch. Ich fand die so toll. Und da ich ja neue Hausschuhe gebraucht habe, habe ich mir. Habe ich mir diese gekauft? Die sind so süß. Und die glitzern auch ein bisschen, ne? Ja. Waren die letzten, ne? Also, es gab da keine mehr. Und die waren verbilligt von 7,99 auf 5,99. Dachte ich, die nimmst du mit. Waren auch die letzten, waren auch noch in meiner Größe. Ja. Ja, also die sind schön warm. Ich habe sie schon anprobiert. Ihr seht, hier sind so, ja, die sind schön warm. Ja, die habe ich auch schon anprobiert. Die sind ganz schön warm. Also eigentlich noch zu warm, weil wir haben momentan milde Temperaturen. Ich weiß nicht. Also Weihnachten ist, glaube ich, wieder, kannst du wieder einen Grill rausholen hier bei uns. Das ist schade. Also ich hätte gerne mal so ein bisschen kälter und Schnee an Weihnachten. Aber leider wird das dieses Jahr wieder nicht der Fall. Bin ich immer ein bisschen traurig darüber. Ja. Aber naja, dafür habe ich mir diese süßen, kleinen, süßen, schnuckligen. Ja, ne? Da gab es auch noch andere mit so Goldpailletten. Die waren noch etwas teurer mit diese Wendepailletten. Ihr wisst, wenn man denn drüber streicht, ne? Ist eine andere Farbe denn? Kennt die Wendepailletten, kennt jetzt jeder mit, neuerdings. Aber die waren eigentlich schön, aber die sind auch niedlich, ne? Doch. Miau, 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 miau. Mal gucken, wie lange die halten, weil es ist bei so einen Schuhen ist das immer so eine Sache. Und ihr seht, ich kann damit nicht hinfallen. Ne? Also, ja. Aber irgendwann sind die auch abgelaufen, ne? Ja, weiß ich, kenne ich schon alles. Aber mein Gott, mal, die müssen jetzt halten über Winter. Bräuchte. So, ja, ich würde sagen, wir fangen nochmal an, ne, mit der 17. Gut, oder nicht, wir fangen an mit der 17, wir machen weiter mit der 17. Angefangen hat es ja schon lange, Hani. So, hier ist die 17 ja schon ein bisschen eingedrückt vom Transport schon. Und ihr seht, ne, ist wieder eine große und es sind nur noch 7 Tage. Ja, nur noch 7 Tage. Wieder lecker Schoki gefüllt, voll, ja, Vollmilch Nougat-Creme. Oh ja, also die Nougat-Creme davon schmeckt wirklich am besten. Ja, weil ich Nougat-Creme mag, ne? So, gut. Ich mache jetzt wieder mit dem S-Oliver weiter, weil ich brauche dann jetzt in den anderen Kalendern, ja, gestern war nicht so der Reißer in allen Kalendern, aber ich so ein bisschen so, hab da gemerkt, ne? Ja. Ich fange jetzt aber trotzdem mit, mach jetzt. Fang nicht an, mein Gott. Mach jetzt weiter mit dem S. Oliver. Ja, die 17, ihr seht, ist alles recht groß, ne? Wirklich, die 24 ist am kleinsten. Ja, also gestern ist mit dem Gutschein, ne? Das war ja wirklich wieder katastrophal, Leute. Ja. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Das ist jetzt hier, glaube ich, keine so große Überraschung mehr. Aber ich muss gleich mal gucken in meine Box. Komm raus. So, haben wir wieder. Ja, hatten wir doch schon mal. Okay, da gucke ich gleich mal. Von Black Label, wo ich auch schon das Parfüm habe. Luxe Shower Gel.
Ey, Leute. Ey, wehe. Ich hoffe, ich hatte davon erst die Bodylotion drin. Wenn jetzt schon wieder. Ey, raste ich die aus, ey. Also, da. Nein, natürlich. Natürlich. Na? Haben wir wieder zweimal Duschgel von der gleichen Sorte. War schon mal drin. Also, und dennoch die Proben dazu. Also, Proben waren, glaube ich, auch schon drin. Duschgel. Und dann denke ich mal, wird denn irgendwann noch die Bodylotion mit drin sein? Jetzt ist er wieder doppelt gemoppelt. Was reg ich mich überhaupt noch auf? Was reg ich mich überhaupt noch auf? Es ist, ich weiß nicht, also reg ich nicht rein, mache ich nachher. Dann kommen wir zu einer meiner Favoriten, ne, die 17. Ihr seht, die Zahlen werden immer weniger. Die 17. 17 und ist ganz leicht, das ist leicht, ist drin. Und der Spruch, den finde ich so ein bisschen verstörend, muss ich euch jetzt mal sagen. Dear Santa, just leave your credit card under the tree. Ja, ich würde mich schon über eine Kreditkarte freuen unter Weihnachtsbaum, die reichlich befüllt ist mit ein bisschen was mit Money Money, ne? Aber der Weihnachtsmann, der hat doch gar keine Kreditkarte. Weil das heißt ja, lieber Weihnachtsmann, hinterlasse mir bitte deine Kreditkarte unterm Weihnachtsbaum. Und ich habe immer gedacht, dass der Weihnachtsmann hat so eine Werkstatt, wo seine kleinen Helferlein, also die Wichtelchen und die Elfen und so, was er so hat, dass die eigentlich die Geschenke bauen. Habe ich immer gedacht. Das ist jetzt so ein bisschen. Na gut, okay. Ich bleibe in den Glauben. Ach, da haben wir ihn ja. Cognac Face Sponge von Fräulein B. Ja, ich dachte, der wäre größer. Na gut, okay. Ich will den ausprobieren. Ich habe Lust drauf. Aber der fässt sich sehr hart an. Ich glaube. Also, ich hatte ja in der Black Week Box von Rossmann war ja dieses Gesichtsbürstchen drin. Ich habe die schon mal ausgepackt. Die ist wirklich sehr weich. Ich hatte Angst, dass sie kratzig wird. Ich habe aber so Bock, unbedingt den Schwamm auszuprobieren. Da hat mir schon jemand drunter geschrieben, der Schwamm wäre kratzig. Wäre derjenigen zu kratzig? Ja. Den Schwamm einige Minuten im warmen Wasser einweichen, bis er weich ist. Überschüssiges Wasser sanft ausdrücken. Massieren Sie Ihr Gesicht in kreisenden Bewegungen mit oder ohne Reinigungsprodukt. Nicht festdrücken, um die Haut nicht zu reizen. Naja, und da muss ich wieder sagen, wenn ich auf das alles so achten muss, ist mir das schon wieder so anstrengend, weil das muss bei mir schnell gehen. Früh und Abend. Und ich weiß nicht, also zum Trocknen am Fahnen aufhängen, nicht feucht hinlegen. Ja, okay, würde ich machen. Ne, also ich zeig dir mal, wie der so aussieht. Also so sieht der aus. Ne? Also es ist ja bloß ein halber. Also das sieht jetzt nicht so aus. Das sieht jetzt nicht gerade einladend aus, muss ich mal sagen. Wenn ich das schon wieder lese, im warmen Wasser einweichen, bis er weich ist. Gut, früh nehme ich was, was schnell geht. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich nehme für Abend, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich bettfertig zu machen. Nehme ich den für Abend, mache damit immer mein Gesicht sauber und die Bürste werde ich immer für früh nehmen. Ich glaube, so werde ich das mal machen. Und wenn der scheiße ist und mir nicht gefällt, dann schmeiße ich ihn halt weg, dann ist es so, ne? So mache ich das. Den werde ich gleich heute Abend, das probiere ich auf jeden Fall aus. Der kommt gleich heute Abend mit ins Bad. Na, schauen wir mal. Wir schauen mal. So. Dann kommen wir zum Balea. Auch mein Liebling. Ne? Ja, du bist mein Liebling. Hier oben, ne? Ihr seht, 17 ist wieder relativ groß. Gucken wir. Wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Oh, jetzt steht hier wieder ein Text auf Englisch. Put your happy feet, alles klar. Ich kann, ja, put your happy feet on. Und schenke deinen Füßen verwöhnende Spa-Momente. Nicht Spa, Spa-Momente. Ja, dann wird das wohl eine Fußcreme sein. Fußpeeling, okay. Ja. Mit Orangenduft und natürlichem Peelingkörnchen.
Ja, die Sonne blendet so, ne? Ich habe schon ein bisschen abgedunkelt, weil meine Kamera hat nämlich wilde Sau gerade gespielt. Deswegen dachte ich so, da muss ich das jetzt hier abdunkeln. Und seitdem geht's. Ja, mit Orangenduft und natürlich Plinkönnchen. Habe ich schon vorgelesen, ne? Okay, ja. Reinigt die Haut, entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen und sorgt somit für weichere und geschmeidige Füße. Anwendung mit kreisenden Bewegungen auf die feuchte Haut auftragen und dann mit Wasser abspülen. Ja, die nehme ich mit unter die Dusche. Das werde ich auf jeden Fall tun. Die kommt jetzt ab heute Abend mit unter die Dusche. Das mache ich. Ja, das probiere ich aus und tue danach trotzdem meine Füße eincremen. Denke mal, vielleicht wird hier auch noch mal irgendwo ein Fußbalsam drin sein, denke ich. Ich denke, ja. Ja, ich bin zufrieden. Ne? Also, ne? Achso, ich wollte euch den Spruch noch mal zeigen. Ne? Also nicht, dass ihr denkt hier, ich denke mir das aus, das steht wirklich drin. Ne? Ein denglischen Satz, also deutsch und englischer Textsatz, wie auch immer. Ne? Ja. Ja, ich freue mich. Ich bin froh. Also, der ist toll. Also, es Oliver kann einpacken. Du bist eigentlich, du bist peinlich. Du bist richtig peinlich. Mir ist das peinlich, dich vor meinen Leuten vorzustellen. Dafür habe ich diese tollen Hausschuhe mir gekauft. So, gut. Schluss jetzt. Ja, ich drehe durch an meinem letzten Urlaubstag. Muss noch auf Arbeit anrufen. Darf ich nicht vergessen, wo ich denn morgen bin. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo ich morgen bin. Wann ich morgen anfange. Ja, achso, ich wollte ja mal gucken, wie das aussieht. Sieht das auch so aus wie so ein. Nö, das sieht schon besser aus von der Konsistenz her, ne? Ach, könnt ihr das sehen? Ja, jetzt. Das sind so kleine. Naja, Peelingkörner. Na klar, ist ja auch Peeling, Honey. Hat einen zarten Duft. Aber ein bisschen orangig. Also man riecht die Orange raus. Einen zarten Duft. Ist okay. Naja, für die Füße muss das ja auch nicht so, ne? Reicht so. Die probiere ich gleich aus heute Abend. Das probiere ich aus. Auch den Schwämmchen probiere ich aus. Ich freue mich. Erfolgreiche Produkte drinne. Bis auf bei S. Oliver. Okay, ich sage jetzt mal nichts mehr dazu. Ich wünsche euch eine nochmal wieder, werde ich jetzt jeden Tag sagen, eine stressfreie Weihnachtszeit, ne? Also vor Weihnachtszeit ist ja schon nächste Woche um die Zeit ist schon, na noch nicht Heiligabend, aber da ist halt auch Dienstag. Ja, um die Zeit werde ich nächste Woche noch arbeiten sein. Ich muss Heiligabend arbeiten. Und wir wissen, bei uns ist immer so blöd. Wir wissen immer nicht, wie lange wir arbeiten müssen. Das ist immer so, ja, also wir hoffen, dass man so Mittag bis spätestens 14 Uhr fertig wird, ne? Wir hoffen es. So, ja, ich sage jetzt mal noch nicht Tschüss, weil hier unten blende ich wieder, kommt denn der Kanal zum Abonnieren. Wer es noch nicht getan hat, kann mich gerne abonnieren. Der ist dann wieder hier unten zu sehen. Ich freue mich über jeden Abonnenten. So in ganz langsam kleinen Schritten wächst so meine Abonnentenzahl, meine kleine Community, sage ich jetzt mal dazu. Aber da kommt, werde ich mir noch, da, ich hab mir da was überlegt. Also so, es wird ein kleines Extra-Video noch geben für eine kleine Dankessagung. Das mache ich aber zum Schluss, also zum Ende des Jahres, ne? Da passt das am besten. So, und ja, hier oben seht ihr die Playlist von meiner Adventskalender-Invasion und den aktuellen Upload. Von gestern den, na, die 16. Ja, es war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Hab euch alle lieb. Na, ich bin jetzt mal so melancholisch. Das sage ich nicht jeden Tag, mal kann ich es mal sagen. Und ich freue mich über Kommentare. Na? Und ja, es war mir wieder ein Fest. Tschüssi, eure Hanni.